Die Wahrheit ist eine Person und sein Name ist Jesus Christus. Jesus Christus war auch nicht nur irgendein Religionsgründer. Nein, er kam nicht, um eine Religion zu gründen. Er kam, um das ewige Leben dir zu geben. Er kam, damit du nicht verloren gehst. Konfuzius ist geboren, lebte und starb. Mohammed ist geboren, lebte und starb. Jesus Christus ist geboren, lebte und starb, aber er blieb nicht tot. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und lebt. Und das ist die freudige Gewissheit. Wenn er den Tod besiegt hat, dann kann er auch dein Ende ein Ende bereiten. Jesus wurde für dich Mensch. Er lebte ein sündloses Leben. Er hat den Blinden sehend gemacht. Er hat den Lahmen gehen gemacht. Er hat den Toten lebendig gemacht. Mohammed hat den Sehenden blind gemacht. Er hat den Gehenden lahm gemacht. Er hat den Lebendigen getötet. Jesus heilte verdorrte Hände. Mohammed ließ Hände abschlagen. Jesus hatte Gnade mit den Menschen, die verurteilt wurden. Mohammed ließ sie steinigen. Mohammed wurde vergiftet und starb. Jesus Christus wurde gekreuzigt, starb und stand wieder auf. Meine lieben Muslime, lasst mich euch eins sagen. Wie Mohammed kann jeder sein. Jeder. Aber wie Jesus Christus kann keiner sein. Weil Jesus Christus ist der König der Könige und der Herr aller Herren.